Bin auch schon eine Weile auf dem Planeten und ich habe einige Teigwaren gegessen. Echt? Ja, aber wie heißen die? Die langen Spaghetti, die langen Makaronis. Ist die auch okay. Makaroni lang? Nee. Hallo, außer Mr. Frank. Sammy. Was kann ich für Sie tun? Nein, da habe ich gerade vor 15. Oh ja, wie war's denn heute? Erzähle mal. Was verkaufen Sie hier? Wie war denn die Fahrstunde heute, sagst du? Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, ich denke mal. Die waren wir ja schon drin, ne? Ah, die waren wir beim letzten Mal wohl schon drin. Okay. Wahrscheinlich war es immer noch zu wenig gewesen. Bing, bong. So, nur noch draußen, ne? Hier. Dort. Na. Und Inventar ist wieder voll. Mein Gott, ey. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Merlinsprüfungen machen, ne? Gucken wir mal hier. Ah, komm, den können wir mal. Ups, den können wir mal zerstören. Hier. Ah, ne. Sagst du? Aber bitte nicht so lang. Bitte nicht so einen Riesentext. Schreib einfach, ob es gut war oder nicht. Gut. Dann würde ich jetzt einmal ganz kurz hier wieder hin. Wo ist er denn? Ah ne, das ist hier. Karte Hogwarts. Dort, dort, dort. Und dann gehen wir darüber. So, das schon mal falsch. Dass es auch keine Fahrstühle gibt. Ach so, übrigens, ich habe mir so gedacht, wenn mir einer verraten möchte, wie diese Rätsel hier funktionieren, kann er mir das gerne sagen, ne? Wenn nicht, dann nicht. Aber ich habe letztes Mal auch, wo ich ja offline gespielt habe, auch ein bisschen geguckt mal kurz. Aber ich habe da hat da überhaupt mal irgendwer was von erklärt? Oder kommt das noch? Weiß es nicht. Mathe. Ja, aber es hat nie einer irgendwas erklärt. Also, hätte ja mal ein Schild stehen können, Mathe. Soll ich, ein Vogel plus 18? Bisher nicht. Es wird aber noch erklärt, oder wie? Na ja, dann... Wenn es noch erklärt werden würde, das, tutti. Moin, Meister! Hallo, Mr. Moon. Oh, seien Sie gegrüßt! Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Wir haben es fast geschafft. Bringen Sie mir ein paar mehr Monde und ich zeige Ihnen, wie Sie besser Alohomora wirken. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Ja, ja. Oh, vor allem, weil sie nur nachts gesammelt werden können. Oh. Fünf waren es erst, okay. Ja gut, dann machen wir noch ein paar, ne? Machen wir noch 8.
Wir können ja auch erstmal, warte mal, wir gehen mal kurz auf Hogwarts und suchen uns hier einfach mal Quests einfach erstmal. Und dann können wir ja danach immer noch weiter gucken nach den Monden. Ich glaube, eine Notiz in der Nähe einer Tür oder eine Handbuchseite, keine Ahnung. Weil da sind ja auch Tiere abgebildet. Wie soll ich denn eine Matheaufgabe machen mit Tieren? Wir haben doch hier auch einen Mathe-Ass im Stream. Ist einfach. Na? Du hast es ja auch schon mal gespielt. Da gucken wir nachher auch hin zu den Tieren. Auch als Anfänger war es einfach. Okay, sorry, ich bin dumm, ihr seid schlau. Sorry. Wir müssen ja noch ein paar Tiere benennen. Ha, mit Daniel war es ja gleich, wie ich gemeint habe. Junge. Ich fliege mal ein bisschen. Es gibt eine Tür, die es quasi erklärt. Oh, ist ja ärgerlich, dass es eine Tür gibt, die es erklärt und er mir nicht sagt, wo die. Also, das Spiel mir nicht sagt, wo die Tür ist. So, um mal darauf vorzubereiten. Hör bloß auf, ich bin ein Einhorn. Vielleicht finden wir noch was Besseres für dich. Zum Glück nehme ich nebenbei auf und krieg nichts mit. Hey, du nimmst nebenbei auf und schreibst? Wie verwirrt. Warte mal, was? Es ist zu wild, es ist zu wild heute, es ist einfach zu wild heute. Ja, genau so habe ich letztes Mal auch gedacht, aber das war tatsächlich bei der Tür nicht so gewesen. Weil das Symbol, was das, was da hätte reingemusst, diese Zahl gab es da gar nicht. Ach so. Ach so. Immer wenn das Video rennt, habe ich Pause. Immer eine Raucherpause. So. Nicht wieder den gelben Dings hinterherlatschen. Ich wollte hier eine Quest suchen. Warum ist da noch eine Kiste? Wahrscheinlich, weil wir da noch nicht reinkommen, ne? Nee. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe das letztes Mal versucht. Und die Zahl, die da hätte reingemusst, weil es war ja, ich musste diese Zahl rauskriegen und dann dachte ich, diese Tiere, die da sind, sind nach der Reihenfolge, also diese Tiere da am Türrahmen sind nach der Reihenfolge von unten nach hinten rum. 1, 2, 3, 4, 5 und so, aber das war es tatsächlich nicht. Wir können uns ja nachher mal welche angucken. Hallo? 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 Ich suche mir einfach so ein.
Belohnung Gold, Erscheinungsbilder. Zaubern wir so für Beschwörung. Oh, oh Mann. Armia. Armia. Kriegst du mich führen? Ach, hätte ich bloß den Mut, in den Wald zu gehen. Ja, Baby, ich mach das. Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willardsee. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Was waren das für schreckliche Geschichten über den verbotenen Wald? Du meine Güte, alles von Schülern, die auf mysteriöse Weise enthauptet werden. Alles voller Schüler. Zu Spinnenhöhlen. Klar, wenn du das mit 11 Jahren hörst, prägt sich das ein. Den wollen wir da nicht rein. Also gut. Wenn ich Zeit finde, werde ich es versuchen. Oh, wie nett. Oh, sagt sie. Oh. So viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Okay. Finde die Schmetterlinge im verbotenen Wald. Die Schmetterlinge scheinen sich immer am Rande des verbotenen Waldes aufzuhalten. Viel Glück. Okay, danke. So. Können wir hier dürfen wir ja nicht. Nee, hier dürfen wir nicht fliegen. Wo ist der überhaupt? Ich will mal ganz kurz gucken auf der Map. Waren wir das schon mal? Uiala. Holla, die Waldfee. Achso. Hier. Da unten. Da waren wir tatsächlich schon mal. Okay, dann gehen wir da natürlich mit der Schnellreise hin, ne? Aber wir klappern auch so mal wieder die Gegend ab, ne? Auf dem Rückweg und so, ne? Um die Tiere zu holen, die wir müssen. Oder vielleicht Merlins Prüfung etc. und so. Mit. Da sind sie. Sie hat sich das nicht ausgedacht. Nee. Leuchten die auch, wenn ich so. Nee, okay. So weit, so gut. Miss Willard, sie bekommt noch ihre Antwort zu den Schmetterlingen. Ja, können wir mal ein bisschen schneller machen, Schmetterlinge? Da hinten ist ein Sumpfgeist-Typ. Aber warte, machen wir schnell so. Und wupp. Zünde euch an, ihr brennt bestimmt gut. Sag's aber lieber, mach's gut. Schönen Abend dir noch. Aha. Sieh sich das einer an. Das war schon? Okay. Gut, können wir halt noch ein paar andere hier. Hier. Uiala, oh! So eine Menge. Defindo. Protego. Contringo. Incendio. Uiala. Ein bisschen lauter machen, ja. Das ist sehr leise gerade. Na, was war das? Ist ein Versuch. Contringo. So. Hier? Nee. Ja, hier ist auch noch einer. Ich weiß, dass du unseren Hippogriff geklaut hast. Wir haben dich gesucht. Wo bist du denn? Ach da. Haha, mein Freund.
Accio. Oh. Incendio. Defendo. Protego. Contringo. Incendio. Oh, Alter, Junge! Voll in den Arsch. So, und nu? Will er Ärger machen hier, oder was? Rebellion. Okay. Gut. Kurz hier gucken. Da oben ist noch was. Gar nicht drauf geachtet, wie wir jetzt schon erledigt waren von den Spinnen. Da, 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 da. Oh. Ah, das sind Wölfe, ne? Oder ein Wolf, ne? Akio. Ja, super. Na gut. Ah, hier mehr Prüfung. Gucken wir mal. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Tja. Eine hatte ich ja gehabt, die habe ich letztes Mal nicht geschafft, weil da war ich mir so unsicher, was da die Aufgabe war. Was will er hier? Rebellion. Wir haben drei diese Dinger aus. Müssen wir mal so rumprobieren hier mal. Rebellion. Warte mal. Akio. Rebellion. Nee. Lumos. So. Komm mal rüber hier. Ja. Komm zu Fadi. Wo noch? Da. Prüfungen kriegen mich nicht klein. Eine von 10. Neun Stück gibt es noch, glaube ich. Ich glaube, danach gibt es keine mehr. Okay. Sind es hier Wölfe? Ja, da habe ich gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock drauf. War doch hier lang, ne? Wir fliegen da mal seitlich. Richtung. Okay. Ich habe nur auf das Gelbe geachtet. Das war ja gar keine Hauptquest, war ja eine Nebenquest.
Naja, ein paar Meter machen. Hallo Bumsi, einen wunderschönen guten Abend. Bumsi, kam da eigentlich nochmal was? Von dem, du weißt schon? Ist das Hogmeats? Ja. Ja, stimmt, wir haben ja den Auftrag hier auch angenommen. Ich glaube, ich hatte nicht geantwortet auf die letzte, ne? Aber kam noch was oder war nichts mehr? Oh, bitte sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen hast. 2-3 Follower weniger. Ja gut, okay, das lag wahrscheinlich vielleicht nicht daran, weiß ich jetzt nicht, aber gut, dass da sonst weiter nichts war. Okay. Hallo, Miss Willardsee. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Ja, beruhige dich. Sonst, wie geht's dir? Ja. Passt. Wie geht's dir? Wie sieht's aus bei dir? Sie führten mich in den Wald und enthüllten einen Schatz. Oh, wie schön. Ich bin froh, dass du für deine Mühen belohnt wurdest. Vielleicht kann ich mich eines Tages dazu durchringen, in den Wald zu gehen. Fürs Erste bin ich einfach froh zu wissen, dass etwas so Schönes dort wartet, falls ich mich traue. Falls ich mich traue. Bescheiden? Bist du jetzt aber nicht krank, oder? So, lass mal ganz kurz im Raum der Wünsche gehen. Na doch, oh nee. Schon wieder oder immer noch? Schon wieder, oh nee. Ist nicht gut. Ja, aber gut, suchst du dir ja auch nicht aus. Im Moment brauche ich ihn für nichts.